Der österreichische Bundeskanzler Karl Nehammer hat nach einem Treffen mit dem ukrainischen Präsidenten Volodymyr Zelensky in Kiew die Stadt Butscha besucht, die im Mittelpunkt der Anschuldigungen wegen russischer Kriegsverbrechen steht. Nehammer fordert eine UN-Untersuchung der Verstöße. Butscha ist ein Ort von vielen, wo Verbrechen geschehen sind. So ist es einmal mehr notwendig, dass die UNO diese Verbrechen untersucht, dass die internationale Justiz beginnt zu arbeiten, denn die internationale Strafjustiz ist dafür bekannt, dass ihre Mühlen langsam mahlen, aber sie mahlen mit Beständigkeit und Nachhaltigkeit, und das ist das Gebot der Stunde. Nehammer sagte zu, dass die Europäische Union die Sanktionen gegen Russland weiter verschärfen werden, bis der Krieg ende. Das diese Woche verhängte Sanktionspaket werde nicht das letzte sein. Wir sind militärisch neutral, aber wir sind nicht neutral, wenn es darum geht, Verbrechen zu benennen, und auch wenn es darum geht, dass dort hingesehen werden muss. Nehammer sagte auch, dass das österreichische Botschaftspersonal aus der Westukraine nach Kiew zurückkehren werde. Die österreichischen Diplomaten waren zu Beginn des Krieges in einen Außenposten nahe der slowakischen Grenze im äußersten Westen der Ukraine verlegt worden.